Moin Leute, mal wieder willkommen in GTA 5. Heute zeige ich euch, wo ihr denn einen bzw. den Militärtruck auf der Karte findet, ohne in die Militärbasis zu kommen. Wir sehen, der Truck steht hier, ist hier auch gespawnt. Er kommt nicht von mir, also ich habe den da definitiv nicht hingestellt. Der ist da gespawnt und spawnt da auch. Die meisten oder sehr viele, denke ich mal, werden diese Location schon kennen. Aber für die, die es nicht kennen, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt für ein paar Videos, es gibt einfach derzeit keine richtig guten Glitches, deswegen bringe ich zum Übergang einfach solche kleinen Sachen. Gut, wo wir genau sind, wir sind hier über Los Santos an der Küste, ganz oben dran, neben dem großen Berg, wo ich immer noch nicht weiß, wie der heißt, beziehungsweise ich weiß es schon, aber ich vergesse es einfach immer. Ah, da steht es ja, Mount Gilead. Genau, so war der Name davon. Neben dem Berg sehen wir hier so einen Ammunition Shop. Das ist der einzigste Ammunition Shop in der Nähe. Genau da spawnt dieser Truck eigentlich. Wie gesagt, es ist, glaube ich, der einzigste Militärtruck, der außerhalb von der Militärbasis spawnt. Und somit kommt ihr auch eigentlich ohne oder beziehungsweise so leicht wie hier nirgends ran. Sonst habt ihr immer gleich 4 Sterne, wenn ihr in so ein Ding einsteigt. Aber hier, da er einfach chillig spawnt, habt ihr keinen Stern und kein. Gar nichts. In die Garage könnt ihr den leider nicht packen. Ist leider ein bisschen schade. Aber wie gesagt, immer wenn ihr den wollt, dann spawnt er eigentlich da. Wenn er mal da nicht stehen sollte, dann fahrt einfach eine Runde. Wenn er dann immer noch nicht stehen sollte, fahrt nochmal eine Runde. Und wenn er immer noch nicht stehen sollte, dann wechselt mal die Sitzung. Dann kann ich euch fast garantieren, dass er da auf jeden Fall stehen wird. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus wieder. Ich wollte euch einfach nur kurz die Location nahe bringen. Würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut da rein.